2008 bin ich geridet von Las Vegas nach L.A. in meinem Toyota Camry, Lackfarbe Barry Burgundy, und ich komme in die City of Angels und dann sehe ich auf einmal so ein fettes rotes Sign: Tommy's World Famous Hamburgers. Ich habe den Whip geparkt, bin reingesteppt und habe einen Cheeseburger geordert, bin back in den Car und habe gesehen, oh, der Cheeseburger, der kommt mit Chili. Hello nice, und habe ihn gefoodet und heute gucken wir das nach. Tommy's World Famous Cheeseburger. Es geht it! 10 Bitches und ich mach sie alle drunk. 10 Ketten und ich hab sie alle an. Der Boy no plug, I'm cooking. Der Boy no plug, I'm cooking. 10 Bitches und ich mach sie alle drunk. Polo Ralph Lauren Hitter, back at it wie ein Crack Addict. Trap House Kitchen, wir sind Bike mit einem neuen ultra nice Recipe, und zwar Tommy's Cheeseburger. LA ist berühmt für seine Hamburger schon seit vielen Jahren. In-N-Out, Jack in the Box, Carl's Jr. und Tommy's natürlich. Tommy's eine echte Institution in LA, eine Sehenswürdigkeit, wo auch Touristen abholen, und jeder, der nach LA kommt, sollte dorthin gehen und sich einen Burger grabben. Das Besondere an Tommy's ist, jeder Burger kommt mit Chili, in einer Chili Sauce, die ganz special ist. Brown color, real thick, fast wie eine Paste, kommt es auf jeden Burger. Du brauchst nicht dazu sagen, mit Chili, es kommt automatisch mit dem Chili. Und heute werden wir den Burger gucken, das Chili dazu, aber wir können nicht loslegen, bevor wir den gebührenden Respekt erwiesen haben an den Squad. Notification Gang, check, we lit! Let's go, wir starten gleich mit dem Chili. Pass mir mal die Apron. Nicer Assist. Es könnte heute messy werden in der Kitchen. Zum Glück gibt es diese Apron auf www.glowup.store. Hier habe ich vom Butcher ein Pound, etwa ein halbes Kilo von Rinderhack Ground Beef. Wichtig ist, dass das nicht mager sein soll. Da brauchen wir einen relativ hohen Fettanteil, denn das Fett ist sehr wichtig, wie ihr gleich sehen werdet. Aber man sieht schon, wunderschönes Ground Beef. Check das mal aus und man sieht den Fettanteil. In eine Pfanne kommt das Ground Beef einfach so in die Pan, unser Ground Beef. Mmm, das duftet schon herrlich, ich schwör's. Wow. Ihr seht schon, wie das Fett aus dem Fleisch kommt, und dieses Fett wird dann ganz wichtig. Zerteilt das Rindfleisch schon in der Pfanne, damit es schön fein wird. Mein Tommy's Chili ist nicht chunky, sondern sehr fein. Wir fügen 2 Esslöffel feinst gehackte Karotten hinzu und lassen das Ganze schön karamellisieren. Hier haben wir herrliches Fett, was aus dem Rinderhack rausgekommen ist. Dazu geben wir eine Handvoll Butter, etwa die Menge. Ihr wisst ja Bescheid, Butter, genau, Butter kann durch nichts ersetzt werden. Wir bereiten jetzt eine Mehlschwitze zu, auf Französisch oder auch amerikanisch Roux genannt, R-O-U-X. Und dazu haben wir dieses tolle Fett. Hier habe ich eine Mischung 50-50, 50% Maismehl, und zwar ein spezielles Masa auch genannt, was man auch verwendet, wenn man Tortillas herstellt. Die andere Hälfte ist einfach universal Weizenmehl. Wir kochen unsere Mehlschwitze etwa 15 Minuten lang. Mmh, das hat einen richtig tollen Maisgeruch. Hier ist unser Meat. Mmh, das riecht wie Popcorn. Und seht ihr, wie sich die Farbe langsam verändert? Es wird schön brown. Es bekommt eine braune Farbe. Und wisst ihr, was das Besondere ist an dem American Chili, was für Burger und Hot Dogs verwendet wird? Es ist nicht mit Beans, es ist nicht mit Tomato und es ist nicht rot, sondern brown. Und das versuchen wir heute zu erreichen. Guckt, wie brown das ist. Wir geben immer noch ein bisschen von dem Masa hinzu, von dem Maismehl. Und arbeiten das ein mit dem Schneebesen. Check diese Paste aus.
Jetzt füge ich Rinderbrühe hinzu, etwa einen halben Liter. Das hat die Konsistenz, die wir wollten, und die Farbe. Unser Beef rein in einen schönen Topf. Zum Beef etwa 1 Liter Wasser und unsere Roux. Jetzt fügen wir die Spices hinzu, 4 Esslöffel Chili Powder. Ich mache eine Mischung aus dem üblichen, was man in jedem Supermarkt bekommt. Und aus diesen 3 Esslöffel nehme ich von diesem Chili hier. Das hat diese Brown Color, die wir wollen. Wir wollen nicht dieses Red Chili. Wir turnen die Heat on und adden die Spices. Damn, ist schon ziemlich hot in der Kitchen, aber wer die Hitze nicht verträgt, hat in der Kitchen nichts verloren. No cap. 4 Esslöffel Chili Powder. 1 Teelöffel Paprika. 1 Teelöffel Kristallzucker. Eine Mischung aus Knoblauchgranulat und Zwiebelgranulat. Eine kleine Menge an Onions. 1 Esslöffel weißen Essig, 2 Teelöffel Salz. Das Ganze wird schön eindicken. Oh, das sieht jetzt schon toll aus. Wenn das Ganze Blasen wirft, reduzieren wir die Hitze auf Medium Heat und geben dem Ganzen rund 20 Minuten. Seht, wie das immer dicker wird. Dick wie eine nice Thought. Es wird immer dicker, so wie Kylie Jenner. Sheesh. Nach 20 bis 25 Minuten hat unser Chili diese tolle Farbe, diese Konsistenz. Wir drehen den Herd ab und drehen den Swag auf. Joke, der Swag ist immer aufgedreht. Deckel drauf. 30 Minuten auskühlen lassen und dann machen wir die Burger. What's up? Burger Meat von meinem Meat Plug, von meinem Butcher. Mein Butcher heißt Benny. Ich nenne ihn Benny the Butcher. Ein Joke, das ist ja dieser Rapper aus Buffalo, aber wichtig ist für die Burger Ground Beef mit dem nötigen Fett, ihr seht es ja. Ihr wollt Beef? Kein Problem. Es ist Zeit für die Burgerpresse und bei Tommy's sind die Burger Patties sehr dünn. Das wollen wir auch. So, das Ganze hat jetzt 30 Minuten ausgekühlt und es ist immer dicker geworden. Salzen. Der Tommy's Hamburger ist ein Upside-Down Hamburger. Wir fangen unten an. Bei Tommy's sind sie immer sehr großzügig mit den Pickles. Und jetzt das Chili. Check die Konsistenz aus. Notification gang, wir sind lit boy. Trap House Kitchen, wir sind bike mit dem Shit boy. Everybody looking, everybody cooking, finger licking good, real trap food. Notification gang, wir sind lit boy. Trap House Kitchen, wir sind bike mit dem Shit boy. Everybody looking, everybody cooking, finger licking good, real trap food.
famous hamburgers. Hier ist der Tommy's Cheeseburger mit Chili. Er wird upside down zubereitet, ihr habt das ja gerade gesehen. Chili, Burger, die Pickles. Der Burger ist perfekt geworden. 12 von 10 Punkten. Ich bin mega zufrieden. Es ist einfach der Geschmack wie in Los Angeles bei Tommy's. Davon kann man einfach nicht genug bekommen. Womit spülen wir das Ganze heute runter? Mit einem Root Beer, einem Mug Root Beer. Und wisst ihr was? Das Mug Root Beer, das gibt es auch bei Tommy's. Das heißt, wenn ihr den Burger nehmt, empfehle ich euch sehr das Mug Root Beer. Mit dem erfrischenden, leckeren Root-Bier-Geschmack. Authentic Taste, wie bei Tommy's in L.A. Macht das unbedingt nach. Finger licking good. Und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Trap House Kitchen. Das war's von mir, das war's von hier. Swag.